Also Leute, wenn ihr 1000 Likes knackt, dann werden wir auch das neue T-Shirt hier, das CPAD-Logo-T-Shirt, in-game in den Shop reinbringen, sodass ihr das auch bekommen könnt. Ich denke mal, das ist ein Deal, oder? Robux kaufen und uns kostenlos unterstützen, dann gebt einfach den Starcode CPAD ein beim Kauf von Roblox Premium oder Robux. Dankeschön. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal CPAD. Tägliche Ladung Roblox Mad City ist mal wieder am Start, weil wir auch einen speziellen Grund haben. Und mit dabei ist auch der Thomas. Hallöle! Hallöle und hallöle, meine lieben Katzenfreunde. Wir sind natürlich wieder am Start, haben brandneue Neuigkeiten. Brandneue Neuigkeiten, doppelt gemoppelt, ja, ist klar. Auf jeden Fall, dafür müsst ihr einen richtig dicken Like da lassen und ein kostenloses Abo. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, natürlich, ist komplett kostenlos, tut uns richtig, richtig gut. Die Katze ist dann nicht mehr am Miauen und ja, Pat hat da noch eine schöne Anmerkung. Ihr seht es bestimmt schon, euch ist es bestimmt direkt aufgefallen. Pat, was ist denn neu an dir? Ja, ich habe was ganz Besonderes an, Leute. Und zwar haben wir es ja schon mal angesprochen in einem Video. Und zwar gibt es neuen Merchandise im Shop. Ihr seht es, ich habe ein wunderschönes T-Shirt an. Das neue CPAD-Logo ist am Start. Damit mache ich auf jeden Fall jeden Überfall viel, viel schneller, würde ich mal sagen. Ne? Und ja, Leute, das gibt es jetzt auf cpad-shop.de zu kaufen. Ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr Bock habt, checkt auf jeden Fall den Merch aus. Ist mega cool. Und es gibt zu jeder Bestellung auch eine gratis handsignierte Autogrammkarte. Also, wenn ihr Bock habt, Leute, dann schlagt auf jeden Fall zu und ja, gönnt euch, ne? Gönnt euch, Leute. Genau, und das war jetzt die erste heiße Neuigkeit, aber Leute, es gibt wirklich noch eine. Und die bezieht sich natürlich auf Mad City und deswegen sind wir in Mad City drin. Und es ist ein Wunder, dass wir quasi wieder zwei Videos von Mad City hintereinander aufnehmen, weil es gab einfach eine Neuigkeit. Wir haben quasi gestern unseren Hate ein bisschen ausgesprochen, ja, mehr oder weniger. Und heute, bam, eine Neuigkeit. Also, ich war verwundert. Als würde man uns hören, ne? Als würde man wissen, okay, gut, die Jungs von CPAD, beziehungsweise die Trottel von CPAD, die ja, haben jetzt ein Video gemacht. Jetzt müssen wir mal ein Statement zu uns nehmen. Ne? Aber, ja, genau. Aber ich glaub, oder die denken sich, ey, Leute, die CPAD-Army, die verfolgt uns sonst demnächst. Leute, das ist wahrscheinlich der eigentliche Grund. Genau. Nee, Spaß beiseite, Leute. Und zwar geht es um einen Hinweis. Und wir waren uns ja noch bei einem Überfall etwas unsicher. Auf jeden Fall gab es eine Ankündigung vor 4 Wochen, dass es ja einen neuen Überfall geben wird. Und ja, jetzt ist es soweit, der Trailer, beziehungsweise kein Trailer, der Hinweis-Trailer wurde veröffentlicht und es soll wohl jetzt in den nächsten Tagen auch einen richtigen Trailer geben. Ich war gerade schon am Ort des Geschehens, könnte man fast sagen, und zwar hier an dieser Zugstation, denn wir werden euch den Trailer gleich mal einblenden und wir werden einmal ganz kurz nichts sagen, damit ihr auch genau hören könnt, was im Trailer, beziehungsweise nicht im Trailer, ich sag immer Trailer, im Hinweis passiert. Also einmal ganz kurz genau jetzt zuhören, Leute. Ihr habt auf jeden Fall jetzt diesen kleinen Hinweis gesehen. Da wurde das Mad City Logo abgeschossen. Ja, das waren wahrscheinlich die Hater. Mein Spaß. Aber ja, ich kann hier auch gerade gar nichts machen, muss ich dazu sagen. Ich fliege hier durch die Gegend, aber kann hier nichts machen. Ja, alles ist zu. Alles ist zu. Was ich halt nur ein bisschen komisch finde, ist, es kommt ein Hinweis raus, was ja schon mal super ist, hätte man aber auch ein bisschen früher machen können. Aber jetzt zum Hinweis soll ein Trailer rauskommen. Und ich habe halt so ein bisschen Angst. Wie lange dauert das dann alles jetzt noch? Weil ich weiß erst Hinweis, nicht. Hinweis, dann Trailer und dann Update. Also reden wir wieder von 4 Wochen. Weißt du, wie ich meine? Davor habe ich ein bisschen Angst gerade. Ja, das werden wir auf jeden Fall sehen. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, man hört am Anfang vom Hinweis Schienen. Und diese Schienen deuten natürlich auf ein ganz besonderes Geschehen. Und zwar sehen wir hier, wir haben einen Zug. Und dieser Zug wird, soweit ich weiß, oder wie ich das aus dem Hinweis, ich wollte schon wieder Trailer sagen, wie ich das aus dem Hinweis entnehmen konnte, fahren. Also wir werden einen Zugüberfall bekommen. Unsere Vermutung war oder ist sehr wahrscheinlich richtig. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie genau das ablaufen wird. Hast du da nochmal eine Idee, Thomas? Oder wir können ja mal ganz kurz unsere Idee erläutern, die wir vor 4 Wochen geäußert haben. Das war genau ein Tag nach dem Live-Event.
Ja, also ich muss sagen, wenn die Ticketpreise der Deutschen Bahn hier in dem Spiel genauso hoch sind, dann kriegt man auf jeden Fall ganz, ganz viel Geld bei dem Überfall, ne? Ja, gut. Nee, ich weiß es nicht. Also ich habe noch keine Idee. Ich vermute mal, hier wird ein Zug durch die Gegend fahren. Der hat ja keinen anderen Weg, als die Schienen entlang zu fahren, ne? Hm. Und dann vermute Wer man, weiß, kann man vielleicht halt fliegt der ja, Kappa? So ein multifunktioneller Zug, ne? Neue Zukunft und so. Neue, keine Ahnung. Nee, kann ich mir aber nicht vorstellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man halt auf den aufspringen muss, entweder über einen Helikopter oder man muss irgendwie versuchen, den an den verschiedenen Stationen abzufangen und kann dann irgendwie einsteigen und muss sich da irgendwie so durchschlängen und verschiedene Sachen aufsammeln oder wie auch immer. Aber so in der Art kennt man das ein bisschen von Jailbreak, muss ich sagen. Aber das kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Ja, Thomas hat es schon angesprochen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Aber bevor ich nochmal ganz kurz das erwähne, habt ihr gerade gesehen, Leute, wie der Typ weggesprungen ist, als ich ihn abgeschossen habe? Du musst dir vorstellen, ich bin in die Pyramide reingelaufen. Ja. Und dann war da so ein Typ am Ausrauben, also diese ganzen Sachen, die in der Pyramide sind. Da habe ich ihn abgeschossen und der dachte wahrscheinlich, das ist ein Polizist. Und ist ganz du hast ihn einfach aus Joke abgeschossen, geil, genau. Ey. Aber er hatte ja gute Reflexe, ne? Und der ist da richtig rumgesprungen, so, oh nein, 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 nicht mal Geld. Ich hab so viel Geld, nein! Ah. Ja, ist doch schön, ey. Aber da merkt man, dass er das Geld auf jeden Fall braucht und sich irgendwas Schönes leisten möchte, ingame-mäßig. Naja, sei es ihm gegönnt. Jedenfalls gibt's eigentlich meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten, wie man dann den Zug überfallen kann. Und ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass es Möglichkeit 1 wird. Und zwar, ich sag erstmal Möglichkeit 2. Möglichkeit 2 ist, dass man quasi so einen kleinen Mini-Überfall hat. Wenn man sich beispielsweise mal den Apple-Überfall anschaut, dass man dort reingehen kann. Und ja, vielleicht den einen oder anderen, keine Ahnung, Koffer oder so mitnehmen kann. Und, also muss kein Koffer sein, aber wäre natürlich das Naheliegendste, was man jetzt in einem Zug klauen kann. Möglichkeit 1 ist meiner Meinung nach wahrscheinlicher, weil sonst, wenn die Möglichkeit 2 machen, wird es wieder heißen, oh mein Gott, ihr kopiert Roblox Jailbreak. Deswegen denke ich, es wird Möglichkeit 1 sein. Und Möglichkeit 1 ist, dass man wirklich so eine Art Überfall hat, wie beispielsweise der Pyramidenüberfall, dass man zum Beispiel im hinteren Bereich des Zuges hinlaufen muss oder irgendwie hingeht. Und wenn man dann dort ist, gibt es eine Art Kabine, wo man sich hinstellen kann. Und dort ist dann quasi, ja, dieser Überfallbeginn. Ne? Kennt man ja zum Beispiel von der Pyramide, dass man erstmal zum Ende der Pyramide laufen muss und dann der Überfall beginnt. Und so kann ich mir das zum Beispiel beim Zug vorstellen. Ja, vielleicht gibt es ja dann wirklich auch im Zug, also in den einzelnen Vorkabinen, dann so kleine Laser oder so ein Parcours, wer weiß, ne, kann ja auch sein. Na gut, so groß ist der Zug nicht, also... Nee, aber wer weiß, wie das dann aussieht, genau. Wenn man quasi wie bei der Pyramide in so eine Tür reingeht. Ja, ja. Und das dann so ein bisschen vergrößert ist von der Darstellung und so weiter, dann könnte es ja auch sein, dass sie da vielleicht ein bisschen was anderes gezaubert haben. Ja. Aber ich weiß es nicht. Und übrigens, man kann sich auch einfach außen hinstellen, man braucht auch gar nicht hier reingehen in den Container, falls ihr es nicht wusstet. Das ist auch noch, naja, ein bisschen sinnlos. Aber gut, ja, das ist auf jeden Fall so unsere Idee. Wir sind mal gespannt. Der Trailer, also der richtige Trailer, nicht der Hinweis-Trailer, der soll ja in den nächsten Tagen auch nochmal erscheinen. Und da werden wir, denke ich mal, nochmal die ein oder andere Info bekommen, was das Ganze jetzt auf sich hat. Und ja, ich würde sagen, Leute, wenn ihr das CPAD-T-Shirt, CPAD-Logo-T-Shirt habt, dann kommt das Update auch schneller raus, oder? Was sagt ihr? Ich glaube auch. Also dann, ne, ist das rucki-zucki da, genau wie das T-Shirt vom Versand. Genau. Naja, aber ihr könnt mal gerne, wie gesagt, im Shop vorbeischauen, würde uns freuen. Wir können das auch in-game machen, also das Logo, aber... Aber nur, wenn hier 1000 Likes unter dem Video zu sehen sind. Also Leute, wenn ihr 1000 Likes knackt, dann werden wir auch das neue T-Shirt hier, das CPAD-Logo-T-Shirt, in-game in den Shop reinbringen, sodass ihr das auch bekommen könnt. Ich denke mal, das ist ein Deal, oder? Das ist ein Deal, das machen wir so, ne? Genau. Mir gefällt der Deal und ihr könnt ja dazu beitragen, dass das Ganze auch funktioniert. Also Leute, für die, die nicht wissen, was das Ganze auf sich hat, wir haben ja eine Roblox-Gruppe und ihr könnt gerne mal in die Beschreibung schauen. Die heißt Team CPAD und in dieser Roblox-Gruppe haben wir den ein oder anderen Merch auch drin, den wir im richtigen Real-Life-Shop verkaufen. Beispielsweise hier das Monster. Ja, Logo gibt's auch in der Roblox-Gruppe oder im cpad-shop.de. Deswegen, wenn ihr Bock habt, Leute, dann checkt das sehr, sehr gerne mal aus. Was schreibt der? Do you want to be a villain?
Chinese, please. Der Klassiker. So, hä? Hä, bitte was? Warum Chinesisch? Hä, schau nicht. Nein, war ja nicht gemeint von dem, aber brauchen wir jetzt nicht. Ich kann auch, denke ich mal, ganz gut hier als Criminal spielen. Naja, so sieht's aus, Leute. Ich denke mal, das wäre es auch gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne an dieser Stelle einen Like da. Ein Abo wäre auch wirklich der Hammer. Deswegen, bei 1000 Likes gibt's, wie gesagt, dann auch das T-Shirt im Ingame-Shop. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video um 18 Uhr. Schaut gern vorbei. Bis morgen und ciao. Ciao, Leute.